Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Und ja, wir wollen hier jetzt schnell weg. Ihr wisst noch, das Quick Save. Ich gehe hier jetzt ganz schnell weg, damit. Oh! Damit ich nicht wieder abstürze. Aber seht mal, ein Eistroll. Den holen wir uns noch auf den Weg. Der greift da irgendwen oder irgendwas an. Da wollen wir doch mal sehen. Ja. Yes. So. Das war er. So, Trollfett, Trollpelz. Eine Ziege hat er erwischt. Eine Ziege hat er erwischt. Okay, also da können wir leider nicht hin. Das funktioniert nicht. Dann wollen wir mal gucken, was können wir denn noch aufdecken. Ich würde sagen, wir geben erstmal noch die Quest ab und dann schauen wir weiter. Wollen wir doch mal schauen, was wir dann noch Schönes tun können. Muss doch noch was zu tun geben hier. Mit Sicherheit. So, na komm, lade, lade hier. Hopp, hopp. So. Waffen stecken wir erstmal weg. Ach, guck mal, da können wir schon direkt zu einer alten Hütte gehen noch. Ich bin niemand Besonderes. Er läuft hier nur lang. Ich dachte schon, es wäre wieder ein Kurier, der uns irgendwas geben will. Dann wollen wir mal in die weiße Halle. Und unsere Quest abgeben. So. Seid gegrüßt, Jarl, irgendwer. Jarl, ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr aussieht. Und Anführer seiner Wache in Dämmerstern. Ja, schön. So. Ich habe seit über 35 Jahren in Dämmerstern das Sagen. Das ist schön für dich. Der Riese vom Steinbogenpass ist tot. Ja, ihr habt diesen Monstern gezeigt, dass sie in Pale nicht länger geduldet werden. Ja. Gute Arbeit. Danke. Hier. Eine Belohnung eures Jarl. Das ist nett. So, braucht ihr noch was, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Ja, es wäre mir eine Ehre. Viel Glück. Ja, schaut an. Erhelligt mich nicht mehr, es sei denn, es ist dringend. Na, na, jetzt nicht frech werden. Seht an, wir haben wieder eine Aufgabe. Wir müssen hier den Dorfbewohnern helfen. Wobei ich da jetzt am Überlegen bin, haben wir hier nicht schon allen möglichen Leuten geholfen? Ich hoffe nicht, wir haben schon allen möglichen Leuten geholfen und haben jetzt nichts mehr zu tun, womit wir uns den Jarlposten verdienen können. Das wäre echt schade. So, alle, hopp. Na, komm, lass mich vorbei. Jetzt möchte ich doch aber erstmal wissen, was das hier für eine Hütte ist. Ob uns das schon zu einer der Quests führt? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er liegt aber sehr weit ab vor einer Siedlung. Dämmerstern zu... Zuflucht? Moment, ich muss hier mal gerade runter. Aber so, dass ich mir nicht die Haxen breche. So. Zuflucht. Das ist ja eine Höhle. Was? Was ist das? Zuflucht? Was? Was ist die größte Illusion des Lebens? Was ist die größte Illusion des Lebens? Hm, den, bei dem ihr eine Dame in zwei Teile zersägt. nein, ich glaube, Zaubertricks sind nicht gemeint. Seid ihr glücklich verheiratet? Träume sind Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist in Wahrheit ein Traum. Das ist eigentlich alles Bullshit, oder? Ihr seid unwürdig. Ja.
Okay, ich nehme an, ohne eine Quest oder so kriegen wir hier keinen Einlass. Was ist die größte Illusion des Lebens? Kriege ich noch ein paar andere Optionen? Nee, ne? Ja, gut, das wird das alles nicht sein. Da brauchen wir gar nicht versuchen, das ist ja lächerlich. Ja, gut, also ich nehme an, wir müssen irgendeine Quest abschließen, um hier reinzukommen. Schwarze Tür. Das sieht ein bisschen sehr gruselig aus. Aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall nichts, wo wir irgendwas mit anfangen können im Moment. Da können wir nicht mit werden. Das ist schade. Na gut, so weit, so gut. Ich guck mal gerade hier, was haben wir denn? 470. Wir könnten uns schon wieder leer machen. Das machen wir auch gerade. Und dann schauen wir mal, wo wir noch hin dürfen. Es ist so faszinierend. Es ist alles voll mit irgendwelchen Icons. Und egal, wo ich hingehe, ich kann mich noch weiter umsehen und finde immer noch schwarze Punkte, wo es noch was zu entdecken gibt. Das ist echt erschreckend. Okay, wir wollen nochmal zurück zu unserem Häuschen. Ich bezweifle immer noch stark, dass das eine gute Idee war, das Haus zu bauen. Also eigentlich fand ich es eine gute Idee, aber irgendwas ist da ja verbuggt. Jedes Mal, wenn ich dahin zurückkomme, oder fast jedes Mal, vielleicht ist diesmal nichts. Jedes Mal, wenn ich dahin zurückkomme, sind irgendwelche Kriminellen hier. Nein, hey, wir sind einmal nach Hause gekommen und wurden nicht direkt angegriffen. Na juhu. Okay, der gewöhnlich, mit gewöhnlicher Seele gefüllt. Das klingt sehr sinnvoll. Die Knochen und die Schuppen sind wieder so schwer. Der große ist mit großer Seele gefüllt, kann auch weg. Der ist nur mit schwacher, den behalten wir. So, Sortierung wie immer, gelle. Nicht schmelzender Schnee, werden wir nicht los. Die sind noch leer. Der ist korrekt gefüllt. Rubin. Pelze, Pelze. Pelze, Ziegenfell. Jo, alles klar. Das war das. Den Rest packen wir jetzt gerade hier im Häuschen hinein. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Na? So. So, dann hatten wir das Gedöns hier. Papa. Da-da-da. Das Claymore kann weg. Das war ein Questteil, der Rest haben wir nichts. Bekleidung. Die Handschuhe wollten wir aufheben. Und das wertvolle Ding bleibt hier und der goldene Diamantring bleibt hier. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Zaubertränke hatten wir jetzt nichts Besonderes Neues dazu gekriegt. Zumindest nichts Besonderes. Wir müssen mal gucken. Hawker-Eintopf. Mammutsteaks, die können beiseite gepackt werden und die Käseschalen, der Rüssel, das Wildbret, das Ziegenbein, das ist alles, jo, alles nichts Fertiges. So, dann natürlich wieder die Zutaten. So, Bücher hatten wir, meine ich, auch keine neuen. Das ist auch noch ziemlich leer hier. Und das hatte ich draußen ausgeräumt. Okay, dann haben wir es soweit. Bevor hier wieder was in die Hose geht. Schnell speichern. Aber eigentlich kommen wir hier, kamen wir, glaube ich, immer normal raus, ohne einen Absturz. Ja, alles gut. Okidoki. So, Quests. Was wollen wir denn noch machen? Ja, hilf den Einwohnern von Pale, hilf den Einwohnern von Falkenring. Ich habe bei beiden noch nicht alle gefunden. Wo das Exemplar ist, wird uns auch nicht angezeigt. Bring das uralte Falmerbuch zu Urak Groschup. Das ist der Bibliothekar aus der Akademie von Winterfeste. Aber das habe ich schon ein paar Mal versucht. Ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht bei mir habe oder das passt auch nicht. Jasbei, ein paar habe ich, aber keine 20. Weiß ich auch nicht, wohin damit. Im Seelengrab waren wir auch noch nicht wieder. Wollen wir da mal den Schädel suchen? Arwak, das war ja das Pferd. Der Pferdeschädel, der fehlte irgendwie. Aber das ist so ein weitläufiges Gelände. Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig, wenn wir da rumsuchen. Ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Wir gucken uns so erstmal noch ein bisschen um. Hier letztens von hier? Nee. Von hier irgendwo konnten wir
Ich gehe mal dahin. Hier ist noch ein bisschen Platz. Vielleicht sind da noch irgendwelche Orte, die wir noch entdecken können. Das machen wir jetzt erstmal. Und ich glaube, ich mache dann mal eine andere Aufnahmesession, wo wir nochmal in das Grab gehen, in dieses Seelengrab und nach dem Schädel von dem Pferd suchen. Das wird dann aber wahrscheinlich eine Spulfolge, ja. Eine Folge, in der ich viel vorspule, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit... Guckt mal, da geht's weiter. Weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit dort sehr lange brauchen. Und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen vorspulen, weil solange ich nur, ich sag mal, rauf und runter da die Gegend abrenne, das ist ja bestimmt viel zu langweilig für euch. Das mache ich irgendwann demnächst mal. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist eine beleuchtete Höhle. Hat auch was. Schauen wir mal, was da zu holen gibt. Hallöchen. Lügnerzuflucht. Lügner mögen wir nicht, trotzdem bin ich neugierig. Gehen wir in die Lügnerzuflucht. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Hallo. Es ist so dunkel. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wieso verlaufen? Moment. Hier, die schießen schon auf mich. Hallo? Ich habe doch noch gar nichts getan. Von wegen Lügner, hier ist alles voll mit Fallmann. Au! Sekunde, das probiere ich mal gerade auf die etwas distanziertere Weise. Verdammt! Okay, da haben wir. Jawohl. Wir müssen Bogenschießen sowieso noch ein bisschen aufleveln. Nein, verdammt. Das darf nicht wahr sein. Bleib doch mal stehen. So. Das war, aua. Das war der. Da unten ist auch noch einer. Was? Da habe ich nicht getroffen? Verdammt. Au. Alter, der zielt aber gut. Hallo, ich sehe dich doch. So, wollte gerade sagen. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Na, jedes Mal, wenn ich gerade loslasse, bleiben die stehen. Das darf nicht wahr sein. Ja, Skill verbessert. Sehr schön. Sehr gut, der hat uns nicht so gut getroffen. Und irgendwo hier sollen noch welche sein. Aber ich sehe sie nicht. Hallo? Hallo? Wo sind die? Ich sehe nicht, wo da noch einer sein soll. Okay, wir gucken hier erstmal gerade ein bisschen durch. Falmer-Ohr, Geld, Knochenmehl nehmen wir mit. Das Falmer-Zeug brauchen wir nicht. Ich sehe schon, da ist ein Gang. Da ist ein Gang. Ich muss ja aufpassen, ob ich hier mich gerade umgucken kann, ohne dass die aus dem Gang rausgestürmt kommen. Das wäre sehr hilfreich. Ja, die ganzen Lügner und Diebe sind hier alle schon tot, so wie es aussieht. Alle schon von Fallmann erschlagen und erschossen. Nö. Nordpfeil, nein, die Fallmann-Pfeile wollen wir auch nicht. Der ist auch nicht so viel wert. Ah, Mist, was habe ich denn jetzt für Mist aufgenommen? Manchmal ist das nicht so ganz das... Okay, wartet. Okay, hier habe ich ein paar meiner Fehlschüsse. Wollen wir mal gerade wieder haben. So, wieder Falmaor, Gold, Golderz. Oh, schön, Hängemoos. Seelensteine, ein menschliches Herz. Ja gut, das ist eine Zutat halt. So, was ist mit ihm? Nüscht. Was ist mit ihm?
Seelenstein, Fallmauer, Geld und Knochenmehl. Sehr schön. Hier haben wir noch ein paar tolle Gifte, also teure. Mh, lecker, blutverschmiertes Brot von Fremden. Ja, sowas nehme ich immer mit. Das hätte ich vielleicht liegen lassen sollen. Okay, Moment. Ich will mal gerade, in welche Richtung geht es denn hier jetzt weiter? In beide, na toll. Aber ich glaube, hier lang haben wir, können wir eher ein paar Richtungen ausschließen. Ah, ich wusste es. Die Hitboxen hier sind echt zum Kotzen. Hallo, warum treffe ich den nicht? Na also. Nein! Okay, das war das. Die stehen hier ja direkt um die Ecke. Hä? Alles klar. Die haben sich, glaube ich, irgendwie festgebackt. Wenn dem so ist, dann machen wir es gerade auf die gemütliche Gelle. So, solange wir nicht hingehen müssen, müssen wir uns auch nicht mit ihm anlegen. So, alter Nordpfeil, das haben wir alles wieder. Falmaohr, Geld, nochmal Gift, ein schöner Zaubertrank. Wieder so eine volle Falma-Ausrüstung. Und der andere, das war nicht der andere. Welches ist denn der? Nie genug Gold. Ist das, das ist der andere. So und so. Brauch nur einen guten Fang. Was? Moment. Meine verschossenen Pfeile. So. Na, noch ein Stück. Na, noch ein Stück. So. Alles klar, ist offen. Na, ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh, 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 oh. Hä? Warum rennt er jetzt wieder weg? Ja! Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Alter. So. So, Ende jetzt. Ruhe hier. Ich glaub's ja wohl. Ja, ich weiß, ich hätte es einfacher haben können. Ich bin ja stark genug ausgerüstet. Aber wir wollen ja ein bisschen auch hier die Sachen leveln. Oh, Geld, 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 Geld. Zum einen können wir natürlich so, wenn wir ein paar aufs Maul kriegen, können wir natürlich fantastisch schwere Rüstungen leveln. Das muss ja auch noch gelevelt werden. Und wir können die Bogen wieder leveln. Ach, da ist ein Regal, Alter. Ist das finster hier. Moment, Fackel, Fackel, Fackel. Da. Nein, nicht den Korb, den Knoblauch wollte ich haben. Ach, Mann. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ist im Schrank noch was Tolles? Nö. So, das nehmen wir auch mit. Falsche Taste, sorry. Hm, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hallo? Ich habe definitiv zu viel Sachen hier in der Auswahlliste. So, unseren Bogen. Oh, da sehe ich gerade, wir müssen den Bogen auch aufladen. Hallo, Moment. Bogen, T. Common Soul Gem. Greater Soul Gem. Okay, das war jetzt nicht wer weiß wie viel. Müssen wir tatsächlich demnächst nochmal aufladen. Mit anderen Sachen. Hier wurde jemand im Bett erschlagen. Das Bett ist leer. Hier ist auch leer. Boah, hier ist wieder finster. Hier ist aber auch nichts so Tolles. Bücher. Ach, ihr kennt mich. Die müssen erstmal mit. Ich will die ja später noch aussortieren. Das machen wir auch, aber nicht jetzt. So, zack. Alles klar. So. Hier liegen auch noch zwei Tote. Dietriche, Gold. Das sieht so nach Standardausrüstung für Diebe und Banditen aus. Ja, steht auch dran. Bandit, Bandit, Marateur. Ja, steht auch dran. Okay. Wo geht's weiter? Hier ist noch eine Tür.
Oho, ewiger Heiltrank, sehr schön. Und wieder Bücher. Ja, ihr kennt mich. Ich kann einfach nicht dran vorbeigehen. Wir haben ja jetzt auch eine Bibliothek in unserem neuen Haus. Die ist zwar nicht sehr schön, aber sie bietet einiges an Platz. Und da werde ich definitiv einiges bald mal einsortieren. 3 Goldner, das hat sich ja riesig gelohnt. Okay, wo geht's weiter? Hier ist nichts. Da sind nur Spinnweben. Hier geht's weiter. Oh, nochmal ein ewiger Heiltrank. Cool. Das war, genau, das war der Gang, wo ich so hätte rauskommen müssen, wenn ich hinterm Tresen weitergegangen wäre. Warte mal, Eier haben wir nicht so viele. Ja, Spinneneier schon, aber die Steinhuscher-Eier haben wir nicht so viele. Die nehme ich mal mit. Salz haben wir genug, nehme ich trotzdem mit. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Gedöns. Ein Geldbeutel, der kommt immer mit. Und das war's? War's das? Echt? Nein, da ist doch noch ein Gang. Hä? Moment. Hier soll... Oh. Nicht von hier? Oh, guckt mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Das ist, ich muss... Ich hätte die Fackel anmachen sollen. Ich bin von hier reingegangen. Ich habe von hier, habe ich den gar nicht gesehen. Hier ist ja eine Nische. Gott sei Dank gucke ich hin und wieder auf die Karte. Uah! Oh, ich dachte schon, jetzt kracht die Höhle über mir zusammen. Wen haben wir denn hier? Dietrich, Geld. Oh, ein Zauberbuch. Ich bleibe mal in Deckung. Da kommt nämlich schon wieder wer. Jawohl, sehr schön. Aber ich sehe da immer noch einen roten Punkt. Uah, nicht schon wieder Ekelspinnen. Warum mache ich auf einmal Feuerschaden? Kann mir das mal einer erzählen? Oh, das ist nicht gut. Das ist diese großen... Das... Nein. Große Löcher sind nie gut in der Spinnenhöhle. Oh, das ist... Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber es ist so stockfinster hier. Ich muss trotzdem... Ich muss die Fackel nehmen. Sonst sehe ich ja mal gerade gar nichts. Oh, was ist das denn? Okay, da geht's also irgendwo runter. Oh, hier sind überall so Riesenlöcher, verflucht. Oh, ich hasse Spinnen. Oh, und so viele hohe Heiltränke. Wir kriegen bestimmt gleich noch echt Probleme. Shit. Na, komm schon. Na, ein Tucken zu weit. Nein, ein Tucken zu wenig. Alles klar. Geld, Malachiterz, auch schön. Na, da. Boah, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Was für einen Bogen habe ich hier eigentlich? Warte mal. Waffen? Doch. Ach ja, den hatten wir ja verzaubert. 50%ige Chance für jedes der Elemente. Feuer, Frost und Blitz. 25 Punkte Schaden zu verursachen und absorbiert Gesundheit. Genau. Der macht ja jetzt extra Schaden. Der lädt keine Seelen mehr auf. Das hätte ich fast vergessen. Was heißt fast? Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ah, entschuldigt. Ich musste kurz einmal husten. Jawohl, hab ich ihn. Taha, sehr gut. Hier liegt noch so eine Fackel rum. Da links geht's rein, hier rechts.
Ist nur eine Kurve, so wie es aussieht. Boah, und das ist duster hier. Oh, Wundertrank der Tarnung. Sehr cool. Trank der höchsten Heilung. Hier haben wir noch ein bisschen Gedöns. Okay, ich bleib mal in Deckung. Hier ist noch eine Truhe. Alter, ist das finster hier. Okay, Vorsicht. Da kommt wer. Oh, war das ein schöner Schuss. Komm, gib zu. Es war ein schöner Schuss. So, ich werde langsam gar nicht mal so übel. Oh, voll Heady. Saubere Nummer. Was? Okay, er ist auch nicht freundlich. Er ist auch nicht freundlich. Shit. Alter, was? Hä? Okay, die prügeln sich hier selbst durch. Und ich steche euch in den... Genauer sage ich nicht. Genau, lauf los. Von hinten steche ich euch in den Allerwertesten. Oh, mächtiger Seelenstein. Schön. Das nehmen wir alles mit. Was haben die hier? Ach, hier sind nur haufenweise Pilze. Kommt, wenn wir gerade hier sind, einmal durchsammeln. So. Ach, ihn hatte ich... Oh, Balla! Wo kommst du denn weg? Aua! Alter, wo kamt ihr denn jetzt weg hier? Ich dachte, ihr wart vorgelaufen. Da kommen die heimlich still und leise zurückgerannt. Gibt's denn sowas? Oh, 2200? Das geht, das nehmen wir mit. Unseren Pfeil auch. Okay, den Rest hatten wir nicht. Ihn hatten wir auch noch nicht. Na... Okay. Dann wollen wir mal weiter. Ich sehe schon wieder einen roten Punkt. Alter, in was für einer Dwemer-Höhle sind wir jetzt schon wieder gelandet? So viel dazu. Okay. Ein paar der Falmer sind echt übel ausgestattet. In was für einer Dwemer-Höhle sind wir denn schon wieder? Alter, wie viel unterirdische Höhlen und so es hier gibt. Das ist so der Hammer. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist so ein toter Käfer-Dingens. Und ein lebender Schittel. Oh. Aua, au, 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 au. Moment, ich muss mal gerade... Au, au, au. Nein, nicht mit Fackel. Ich hätte gern... Ja, doch, reicht. Brauche ich ein Schild. Na. So. Und fertig. Boah, wo kam der auf einmal weg? Puh. Alles klärchen. Okay. Ich will Bogen leveln. Es tut mir leid. Hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Den blöden Bogen brauchen wir nicht. Hoppala. Das war ein Fehlschuss. Was haben wir hier? Durchsuchen Rad. Wer ist Rad? Irgendein Schankwirt. Ein Falmerschwert steckt in ihm. The Longhammer. Ist das ein Named-Dingen oder Geldbeutel nehmen wir? Ist das ein Named oder können wir das Ding jetzt auch wieder wegschmeißen? The Long Hammer. Rats Hammer. The reduced weight allows it to be swung more quickly. Okay. Nein, ich wollte den... Ach. Oh, alles klar.
Okay, es ist ein Named, aber gehört scheinbar nicht zu einer Quest. Ich kann ihn trotzdem fallen lassen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist auch nichts drin. Kriegen wir hier irgendwie die Türen auf? Ja, sehr gut. Oder auch nicht gut. Hä, wie kommt... Boah, hier ist echt finster. Na, hier ist auch keiner drin. Hä? Geht's hier irgendwo weiter? Ja, toll. Ich kicke hier mal wieder einen Schädel durch die Gegend. Das war jetzt aber nicht mein Plan. Okay, Moment, Karte. Oh nein, das war's. Das hier ist wirklich Ende Gelände. Liar's Retreat abgeschlossen. Ah ja, okay. Das ist wirklich nur das Endstück der Falmer-Höhle hier. Es geht hier nicht mehr weiter. Kein Geheimgang, kein sonst was. Ich habe doch nichts übersehen. Ich dachte schon, ich müsste gerade die Fackel wieder auspacken. Aber nö. Wir sind durch, wir haben alle gekillt. War eine sehr schöne Höhle und wir sind fertig. Und ich würde sagen, sogar relativ pünktlich, gelle? Dann können wir auch direkt Feierabend machen, so wie ich hier wieder rausgekrabbelt bin aus der ekelhaften Höhle. Oh, Moment, ich muss hier noch wieder bei den Spinnen vorbei. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Boah, ich hab Angst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass gleich irgendwo einer rausgekrochen kommt. Oh. Boah, ich hasse das. Oh. Oh. Voll verjagt. Da lebt auch schon wieder... Alter, sind die hinter mir da rausgekrochen? Ich sag doch, ich hasse so Löcher in Spinnenhöhlen. Boah, ich muss hier ganz schnell raus. Weg hier. Bloß raus da. Geht. Was? Stolper ich hier über irgendwas? Ich weiß es gerade nicht. Bin ich hier über irgendwelche Steine? Ja, okay. Ich stolper nur über Steine. Alles gut. Ich stolper nur über Steine. Ich hatte gerade echt Sorge, dass ich, dass irgendwas anderes hinter mir auch noch wieder rauskommt. Bring uns doch eine Runde. Was beim Reich des Vergessens ist hier drin passiert? Wo kommt ihr denn weg? Was war das? Alter, wo kommt ihr? Nein! Verdammt! Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So schlecht kann doch kein Mensch treffen. Okay, der eine Schuss war gar nicht übel. Mitten durch die Rübe durch. Ja, du triffst mich nicht. Ja! Sehr schön. Aber, gut, das war eine Lügnerhöhle. Ich dachte aber, es wären alle hier gewesen. Hier waren tatsächlich noch ein paar Diebe auf Streifzug unterwegs. Die sind jetzt, als ich gerade raus wollte, sind nicht mehr entgegengekommen. Was ist das denn? Das hatte ich ja noch nie, dass ich mit einer Höhle durch war und beim Weg raus mir wieder einer über den Weg lief. Okay, cool. Irgendwie cool. So, dann können wir hier ja jetzt raus. Steht hier nochmal einer? Nee, ne? Nö. Okay, cool. War eine schöne Diebeshöhle. Finde ich, hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit. Ich packe mal gerade alles hier weg. Fackel wegpacken. So, Schwert einstecken. Ach so. Und das Schild wieder ausrüsten wäre, glaube ich, hilfreich. So, alles klärchen. Ja, soweit, so gut.
Damit ist die Zeit aber auch reichlich vorangeschritten für heute. Also ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder. Also macht's gut. Ciao.